Hallo, liebe Freunde des flüssigen Genusses, willkommen auf Drinklink, eurer ganzen Welt der Getränke. Wir fangen heute an mit einer neuen Serie und zwar geht es um Do-it-yourself, selber machen, für und wieder. Das Thema heute ist Sirup und wenn wir über Sirup reden, müssen wir zunächst über Zucker reden. Zucker existiert in unserer Welt seit ungefähr 4000 vor Christus aus Südostasien und ist dann im Laufe der Geschichte über die Seidenstraße nach Europa gelangt. Und hier hat man dann, weil damals der Wert von Zucker ein sehr, sehr hoher war, versucht, eben diesen Zucker anzubauen, dieses Zuckerrohr anzubauen. Zucker entsteht eben aus dem Zuckerrohr, aus dem Saft des Zuckerrohrs. Zuckerrohr selber ist ein Gras, ein Süßgras, das ausgepresst wird und daraus entsteht dann eben dieser Zuckerrohrsaft. Dieser muss entweder sehr schnell verarbeitet werden oder neutralisiert, kurz einmal aufgekocht und damit alle Bakterien darin abgetötet und dann weiterverarbeitet zu Zucker, respektive dann zu einem Produkt namens Melasse. Und genau das ist der Werdegang des Zuckers. Zucker entsteht aus dem Abkochen von Zuckerrohrsaft. Dieser kann entweder, wie gesagt, aus dem Zuckerrohr entstehen oder aus der Zuckerrübe. Auch die Zuckerrübe wird geschnitzelt, gepresst und die Flüssigkeit, die herauskommt, wird aufgekocht und dort entsteht ebenfalls ein Zucker bzw. ein Zuckersirup. Durch weiteres Aufkochen und Abkochen und Impfen durch Kristalle wird dann ein kristalliner Zucker hergestellt. Dann geht das Ganze in eine Zentrifuge und außen sind die schweren Zuckerkristalle und in der Mitte sind noch die pflanzlichen Reste, die etwas leichter sind und jede Menge Flüssigkeit. Diese Zuckerkristalle, die dann abgekratzt werden, werden dann gereinigt. Das nennt man Raffinieren. Und hier enthält man dann den raffinierten Zucker. Alles davor ist ein Rohzucker oder je nach Herkunft Turbinado oder Demerara. Der Zuckersirup, den ihr so kaufen könnt in der Flasche, im Supermarkt oder im Fachhandel, ist in der Regel ein Zuckersirup aus einer Mischung aus Zucker und Wasser. Hier ist essentiell, was für eine Mischung, nämlich welches Verhältnis. Üblicherweise wird in der Gastronomie mit Zuckersirupen gearbeitet, die zwischen 1,5 zu 1 bis 2 zu 1, also eigentlich ein Zwischending aus einfachem und aus doppeltem Zuckersirup ist. Einfacher Zuckersirup, Verhältnis 1 zu 1, doppelter Zuckersirup, Verhältnis 1 Teil Wasser zu 2 Teilen Zucker. Zucker ist in Wasser löslich bei 20 Grad Celsius, bis zu 1970 Gramm. Das heißt, ich muss das Ganze nicht erhitzen, um einen Zuckersirup daraus zu machen. Ich kann einfach auch nur warten. Heißt, ich mische die beiden, ich rühre das Ganze, beziehungsweise packe alles in einen geschlossenen Container, schüttel den mehrfach durch und irgendwann habe ich dann meinen Zuckersirup. Wenn ich das Ganze unter Zufuhr von Energie, sprich Hitze, bringe, dann entsteht viel, viel schneller Zuckersirup. Wir kochen jetzt hier einen einfachen Zuckersirup. Um das exakt zu machen, brauchen wir eine solche Waage. Gerade wenn man kleine Mengen herstellt, Gramm genau. Und man braucht einen kleinen Herd, einen Topf, Zucker und Wasser. Und damit ist schon unser Zuckersirup fertig. Dann kommen wir kurz zum Für und Wider von gekauftem Zuckersirup zu selbst hergestellten Zuckersirup. Selbst hergestellter Zuckersirup ist schnell, einfach und kann man mal eben kurz so machen. Gekaufter hat stets die gleiche Qualität, stets die gleiche Konzentration. Dafür stehen die Hersteller mit ihrem Namen. Und bei einfachem Zuckersirup, also nicht weiterer Aromatisierung, ist hier der Kostenfaktor auf der selbstgemachten Seite eindeutig schwerwiegender als auf der gekauften. Sobald es aber anfängt, den Zucker zu aromatisieren oder zu professionalisieren, gibt es so ein paar Gefahren, die entstehen. Zum Beispiel, wenn ich erhitze, dann kann ja, wenn ich zum Beispiel mit einer Frucht arbeite, die Frucht leicht anbrennen, karamellisieren. Sprich, es können Röstaromen entstehen. Oder es können Fehlnoten entstehen, weil die Frucht eben entweder
nicht vollreif oder schon zu reif war. All diese Dinge sind bei gekauftem aromatisiertem Sirup in der Regel ausgeschlossen. Wenn dort ein Fehler entsteht, meldet euch beim Hersteller und da wird dann in der Regel sehr schnell für Ersatz gesorgt. Also, bei normalem Zuckersirup spricht nichts dagegen, den selber zu machen. Jederzeit, sowohl in kleinen Mengen als auch in größeren Mengen. Bei aromatisiertem Zuckersirup, sprich wenn ich zum Beispiel einen Bananensirup mache, einen Ananassirup, dann sollte ich fein aufpassen, welche Qualität, welchen Reifegrad haben die Früchte und ist das immer gleich. Weil die Früchte, die hier in Deutschland ankommen, gerade tropische Früchte, sind bei weitem nicht immer im gleichen Reifezustand. Ihr kauft sie auch nicht immer im Reifezustand und die Gewalt habt ihr gar nicht über diesen Reifezustand, auch nicht die Erfahrung mit den Früchten. Von daher rate ich zu einem gekauften Sirup, wenn es um Aromatisierung geht. Einfache Zuckersirups ohne Probleme selber machen. Beim Zucker müsst ihr fein aufpassen, welche Namen ihr verwendet. Wenn ihr einen raffinierten Rohrzucker verwendet, dann ist das höchster Reinheitsgrad. 99% ist reine Sucrose. Bedeutet, es gibt kaum andere Aromen in diesem Zucker. Das ist der weiße Rohrzucker, aber auch der weiße normale Caster Sugar im Englischen oder Rübenzucker. Das, was ihr ganz normal kauft, hat eine 99%ige Aromatik von reiner Sucrose, Süße, Zucker. Andere Zucker, wie zum Beispiel Demerara, sind Restanteile von Melasse enthalten, aber auch im Turbinado. Dann gibt es noch weitere Zucker, die immer dunkler werden. Das sind verschiedene Stufen des Muscovado. Sehr heller, mittlerer und sehr dunkler Muscovado-Zucker. Dann gibt es noch Jacquay, eine Mischung aus Sucrose und Dextrose. Auch eine komplett andere Zusammenfassung und Aromatik. All diese Dinge, wenn ihr einen Zuckersirup macht, ist in der Regel damit gemeint ein Caster Sugar oder raffinierter Zucker. Und da ist es dann egal, ob ihr einen Rohrzucker oder einen Rübenzucker verwendet. Wenn es um andere Qualitäten, um andere Aromen geht, eben die Aromen, die aus der Melasse kommen, dann kommt ihr an einem Demerara oder an einem braunen, sprich Muscovado-Zucker, nicht vorbei. Aber genügend theoretisiert, gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Wie gesagt, ich habe hier einen Topf, ich habe Wasser, 100 Gramm und ich habe hier 100 Gramm Demerara Zucker. Und das mache ich jetzt einfach nur heiß und dabei sind ein paar Dinge zu beachten. Was ich zuerst beachten muss, ich sollte einen Löffel parat haben. Weil ich sollte stetig verrühren, sonst brennt unten der Zucker an, der karamellisiert sehr, sehr schnell, gerade bei hohen Temperaturen. Also stetiges Rühren. Das ist Achtung Nummer 1. Achtung Nummer 2. Ich muss das Ganze nicht kochen, aber ich kann es gerne aufkochen lassen. Damit breche ich auf jeden Fall die Kristallisierung des Zuckers komplett aus. Wenn ich aufkochen lasse, wird ein Schaum entstehen. Und den seht ihr auch hier in der Kamera. Ich halte mal da den Finger hin, dann seht ihr auch, dass ich in die Kamera zeige. Umso heißer das wird, umso eher entsteht ein Schaumteppich. Ist dieser Schaumteppich geschlossen, kann die Hitze nach oben nicht mehr entweichen. Und das heißt, es baut sich ein Druck auf und logischerweise kocht das Ganze dann über. Und glaubt mir, einen übergekochten Zuckersirup wollt ihr nicht haben. Unten in der Beschreibung findet ihr das Rezept zu einem einfachen Zuckersirup, zu einem doppelten Zuckersirup, zu einem Demerara-Sirup, zu einem Muscovado und auch einem Melasse-Sirup. Die Herstellungsweise ist immer die gleiche. Ihr kocht bzw. erhitzt. Es reicht bei 80 Grad vollkommen aus, weil damit der Hunger von Wasser schon ein relativ hoher ist und damit die Kristallisation des Zuckers gebrochen wird. Ein weiterer Watchout, ein weiteres Achtung bei verschiedenen aromatisierten Sachen, wenn ihr die macht und ihr erhitzt das Ganze, dann erstens gucken, dass ihr keine Röstnoten habt, weil ihr wollt ja einen
Fruchtsirup haben, beziehungsweise dann aromatisierten Sirup und nicht irgendwelche anderen Fehlnoten. Also anbrennen ganz wichtig. Und auch wichtig, die Höhe der Temperatur. Beispielsweise Rosensirup. Ja, selten benutzt, gar keine Frage. Nehme ich aber jetzt deshalb, weil das Aroma der Rose zerfällt bei 40,3 Grad Celsius. Bedeutet, den kann man nicht kochen, zumindest nicht hierüber. Den könnte man über Wasser entziehen, über Destillation, über Niedrigdruckdestillation. Und so entsteht dann auch ein Rosenwasser. Oder ihr legt halt lange die Rosenblätter ein, aber auch dann habt ihr wieder einen Verfaulungseffekt. Das ist dann auch eine schwierige Kiste. Also es gibt ein paar schwierige Aromen. Guckt da einfach mal in einschlägige Lexika, welcher Zucker bzw. welches Aroma welche Temperatur aushält. So, hier entsteht jetzt langsam eine Hitze und hier sieht man es nicht, aber ich kippe das mal kurz ein bisschen. Der Zucker löst sich so langsam auf. Hier sind noch die restlichen Kristalle zu sehen. Und jetzt entsteht so langsam, ich höre mal auf zu rühren, dann passiert das schneller. Jetzt entsteht so langsam, ihr seht das so ein bisschen in der Spiegelung, einen Schaumteppich. Ich rühre jetzt erstmal nicht weiter, damit ihr das noch ein bisschen weiter seht. Der entsteht ganz natürlich. Einfach weil ganz feine Luftbläschen da sind, die nach oben streben, über den Hitzeausgleich. Und dieser Schaumteppich, ihr seht, der fängt an, sich zu schließen. Und umso geschlossener der ist, umso größer die Gefahr, dass das Ganze überkocht. So, bevor das Ganze außer Kontrolle gerät, rühre ich jetzt noch zwei, dreimal um. Ihr seht, ich löse damit diesen Schaumteppich auf und damit ist dann die Gefahr nicht mehr gegeben. So, ich rühre und erhitze jetzt noch so lange, wie ich hier noch kleine, feine Kristalle sehe. Ich habe jetzt hier ungefähr 300 Milliliter an Flüssigkeit. Ich habe jetzt hier sämtliche Kristalle aufgelöst und damit ist mein Sirup fertig. Den fülle ich jetzt gleich noch um in eine Flasche, die erwärmt ist und vorher abgekocht, damit möglichst alle Keime darin auch abgetötet worden sind. Und damit habe ich dann meinen Sirup. Die weiteren Rezepturen wie immer unten in der Beschreibung. Alles weitere gerne hier auf diesem Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da oder gerne auch ein Abo, wenn ihr die weiteren Videos hier nicht verpassen wollt. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.